Hallo und willkommen zu Herr der Ringe, der Krieg in Noten mit Next, den Idioten da vor mir, und mir, Teron, den Kampfzwerg. Ich bin Next, der gerade ein bisschen an den Abgrund schräubelt. So. Ich habe jetzt zwar kein Wort verstanden, aber egal. Ich habe gesagt, der mit Next, der noch ein bisschen an den Abgrund rumschräubelt. Ach ja, das ist der Eladan und den anderen weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall die Typen. Ja. Ach, warte mal kurz, ich muss mal kurz noch mein Handy ausmachen. So. Hier drüben! Ja, ich habe nur schnell mal mein Handy ausgemacht, sonst macht's wieder bip, 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 bip. Komischerweise bist du der Einzige, der die Probleme hat. Ja, ist mein hyperempfindliches Headset. Weil irgendwie laggt's auch zurzeit gerade. It's lagging? Ja. Nicht da reingehen. Nicht da rein? Ich wollte erstmal ringsrum gucken. Achso, das ist nur einfach toll. Sehr gut. Ja, das ist nur einfach so. Okay, ja, dann gehen wir mal weiter. Yeah! It's a kind of magic. Hey, ich geb dir einen Headshot voll ins Knie. Ja, Waldläufer sind ein bisschen. Hm? Er kann sich tarnen. Cool. Immer wieder. Herzog, was ist da draußen los? Eindringlinge! Wie viele? Nicht viele, aber sie haben den Adler befreit. Jetzt wird unsere Anwesenheit hier entdeckt werden. Ist das das Beste, wozu ihr Gesindel in der Lage seid? Sie müssen große Krieger sein. Elben mit Blut an ihren Händen. Oder welche von diesen dreckigen Tagen. Ist mir egal. Findet sie und tötet sie. Ruft eure Wachen. Lasst sie nicht entkommen. Ja. Wir wussten schon vorher, dass sie da sind. Und zwar schnell! Ich meine, wir wären nicht hier, wenn wir nicht wüssten, dass die hier irgendwas machen. Ja. Bin in Deckung, was willst du von mir? Sind da hinten in so. Tötet die Eindringlinge! Tötet richtige Eindringlinge! War klar. Wir war wünschen. So klar, die sind noch zu nichts nutze. Diese Typen. Hättest du vorausrennen können sie? Nein! Affen! Wir dürfen Agadar keine Gelegenheit geben zu entkommen. Weiter! Wir kümmern uns um seine Wachen! Ist doch wirklich so, vorausrennen können sie, die Affen. Verstärken wir unseren Angriff. Vielleicht denken sie, dass wir mehr als nur drei sind. So, rennen wir mal hin. Der hält aber nicht allzu viel aus, ne? Vermute ich jetzt einfach mal. Wow. Ah, da kommen auch noch welche. Hallo. Oh! Voll, der hat einen Rundumschlag. Ich glaube, der boostet die anderen. Oh Mann, oh, der haut böse. Ich bin tot. Was? Oder war ich kurzfristig? So. Komm! Und den mach ich mal ordentlich Schaden hier rein. So, ich helfe ihr mal auf. Ein bisschen okay? Ja, Andariel ist nur gefallen. Ach ja, vielleicht kommt er zu dir. Ja, hab ich schon gemerkt. So. Ich kümmere mich ein bisschen drum. Verstärkten Pfeil, ich versuch's. Oh Mann. Was wird denn das jetzt? Wenn es fertig ist. Komm. So, yeah. Kriegt's mal ordentlich was. Oh, 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 oh. Ich hab ein Problem. Wie nennt sich das Problem? Tod? Verderben? Das Problem nennt sich Tarsok. Und ich bin fast tot. Wo ist denn der eigentlich? Oh, da ist er. So ein Zufall. Oh, Mann. Du kannst einen Finisher machen. Finisher auf ihn. Ich glaube, bei ihm ging das, ja. Oh Mann, jetzt ist er auf einmal vorgeglitten. Ich bin tot. Fuck, da habe ich nicht aufgepasst. Komm, tu mich wieder beleben, Bitch! Oh fuck, ich brauche echt mal wie ein Heilungszeug. Headshot, ich hab 1200 Schaden bei dem gemacht. Oh Mann. So, gehen wir mal komm, zu komm, dem komm, hin. Komm, 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 komm. Ja.
So, geht doch! Der ist down! So, hier, kritisches Töten. Der Rest auch gleich. Danke! Oh ja, ich bin down. Wir haben noch Feinde zu besiegen. Das Schöne ist, man kann während man wiederbelebt plötzlich einen Heiltrank reinziehen. So als kleiner Chunky. Ja. Bam! Finaler Schlag. Und das war fast ein Double da. Also von uns beiden, glaube ich. Ach, toll. Ja, jetzt ruckelt es noch bei mir. So, hat sich entspannt. Besiege Agathos Leutnant Hasok. Okay. Ja. Haben ein bisschen Münzchen und ein bisschen Plunder hier. Hier gibt's Bolzen, so ja. Wie das aussieht, und Pfeile. Ja, und ja. Das sind Fässer. Ach, ich lauf eins weiter. In die andere Richtung, von da, wo wir herkommen. Ja, aber da waren Fässer. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber trotzdem. Ja, und hier sind auch nochmal Pfeilchen. Und hier ist ein Münzchen. Gut, geht's weiter. Können wir? So. Oder können wir nicht? Jetzt können wir. Oh, es blitzt! Epic-Szene! Und die zwei Affen können mal gar nichts, ne, wie man sieht. Die sind so nix zu gebrauchen. Wow, wirklich. Der entspannt sich ja richtig. Eben, wollte ich ja gerade sagen. Der kämpft nur mit einer Hand, ihr mit seinen zwei Händen. Ihr hättet auf die Erde fliehen sollen, als ihr noch die Gelegenheit dazu hattet, wie der Rest eurer feigen Art. Nichts treibt uns in die Flucht. Erst recht nicht du, Scherge Saurons. Ich bin Saurons rechte Hand. Ich werde euer kostbares Bruchtal brennen sehen. Und euer Vater, dieser Bastard, wird mir in Ketten zu Füßen liegen. Du machst gar nichts. Deine Pläne enden hier. Mein Werk hat gerade erst begonnen. Glaubt ihr, ihr zwei könntet mich alleine aufhalten? Sie sind nicht allein. Suche nicht nach deinen Wachen. Sie werden nicht kommen. Fornos, ich finde ein Riesenschwert, Alter. Ihr habt hier gar nichts gewonnen. Warum erinnert mich das so an die Szene von Zurück in die Zukunft? Wir können ihm jetzt nicht folgen. Wo auch vom Dach gesprungen ist. Es. Oh, Kara nicht gut. Oh, Adler. Nein, 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 nein! Du es nicht! Saurons Zauber! Dies ist kein natürlicher Sturm! Toll. Ich hätte jetzt nur einen Bossfight gebraucht. Ich kann ihn nicht mehr sehen! Es ist sinnlos. Für dieses Mal ist er entkommen. Ja, aber es war nicht deine Schuld. Es war mutig, ihm alleine zu folgen. In der Tat, obwohl es vielleicht nicht die schlauste Entscheidung war. Okay. Was nun, ha? Was nun, oder wir müssen ihn aufhalten? Wenn wir ihn hätten erledigen können. Es lässt sich nicht sagen, welch Unheil er noch anzurichten vermag. Aber was jetzt? Wo sollen wir jetzt hin? Was mich betrifft, so würde ich mich gern der Jagd nach Agandar anschließen. Doch meine Pflicht hat Vorrang. Ich muss zurück nach Hause, um meinen Herrn Gwaii hier darüber zu informieren, was ich hier in Erfahrung gebracht habe. Ja, wir brauchen dich. Oder? Ich hoffe, wir sehen uns wieder, würde ich sagen. Weil ich glaube nicht, wir brauchen dich, klingt so befehlshabend, ne? Ja. Ja, und er hat ja auch irgendwo jemand verpflichtet in dem Sinne. Die Verpflichtung deinem eigenen Volk gegenüber muss an erster Stelle kommen. Also ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Muss wir hier treffen. Wie auch ich, Eradan von den Dunedain. Du und deine Gefährten habt mir das Leben gerettet. Das werde ich nie vergessen. Wenn ich euch jemals wieder zu Diensten sein kann, dann werde ich das tun. Leb wohl, wohin dein Weg dich auch führt, Beleran. Bis dein Adler am Ende deiner Reise empfängt. Besten Dank. Meine Grüße an Elrond, euren Vater. Und leb wohl. Was uns angeht, ich glaube, wir haben auch die Pflicht, unsere Verbündeten über alles zu informieren, was wir in Erfahrung gebracht haben. Dann sollten wir zum Lager der Waldläufer an der Sarnfurt zurückkehren. Halbarad wird schon auf Nachricht von uns warten. Ja, das Auenland könnte noch in Gefahr sein. Wir werden dort vielleicht gebraucht.
Sollte Halbarad eure Dienste nicht benötigen, dann macht euch auf den Weg nach Imladris. Dort könnten wir bald eure Stärke und eure Klugheit im Kampf verbrauchen. Ja, aber wir sind ja eigentlich hier wegen Aragorn, ne? Ja, weil er uns einen Tipp gegeben hat. Aber der ist ja jetzt abgehauen und die Gefahr damit noch nicht ganz gebannt. Ich meine, ja, nicht Aragorn ist abgehauen, aber der Tal da, Ork-Tal. Ja, ich weiß den Namen auch gerade nicht, aber was nehmen wir jetzt? Mir egal. Mach du, wie du denkst. Mir war's beides recht. Aber was ist mit Aragorn und dem Hobbit, den er gesucht hat? Die schwarzen Reiter sind ihnen womöglich auf den Fersen. Sollten wir ihnen nicht helfen? Wenn Aragorn diesen Hobbit gefunden hat, werden sie sich bestimmt beide auf dem Weg nach Imladris befinden. Er hat nur einige Tage Vorsprung. Wir werden unterwegs nach ihm suchen. Aber Aragorn ist einfallsreich. Ich vermute, er wird Imladris vor uns erreichen. Ja, dann haben wir ja nur eine Möglichkeit, ne? Kannst du auf die anderen Seite? Ja. Ja, cool. Hab ich gerade gesehen, weil wir können noch nach Imladris fragen oder was mit den Feinden hier ist. Ja, frag halt mal. Ich kenne diesen Ort, Imladris nicht. Ach, ich bitte um Verzeihung. Du kennst es eher unter dem Namen Bruchtal. Ah, Bruchtal. Okay. Und was ist mit den Feinden? Mit den Orks und Goblins, die noch hier in Fornost sind. Sollten wir uns... Ach schön, du spielst Herr der Ringe. Goblins Krieg im Norden. Eine Bedrohung, wenn sie einen starken Anführer haben, der sie antreibt. Nach dem Tod ihres Anführers und Agandars Flucht werden die paar, die noch in Fornost sind, bald anfangen, übereinander herzufallen. Außerdem könnten uns anderswo noch wichtigere Aufgaben erwarten. Also gut, Gemma, oder? Also gut, dann soll Sandfurt unser Ziel sein. Lebe wohl. Ich wusste gar nicht, dass du Herr der Ringe, Krieg im Norden spielst. Ja, ja, so ein Zufall, gell? Wollen wir mal nach Dreh zurück? Ach ja, da haben wir zufällig was eine Kleinigkeit entdeckt. Bossen zugefügter Schaden hier. Nein, ich unterbinde das jetzt. Ich finde das nicht lustig. Nicht lustig. Nein. Nein. So, ja, du hast ja hier irgendwas gefunden, was ich natürlich mal wieder nicht gesehen habe. Ja, ja, es war hier ein Lichtchen und da konnte ich untersuchen. Schon in einer Stadt leben, in der es immer regnet. Das ist doch frustrierend. Okay, das war's. Toll. Yay, das war's. Da ist noch ein Teil hier. Echt, ich sehe es nicht. Ja, wenn, dann siehst du das eh nur du, aber hier ist noch so ein Heuhaufen. Den kannst du bestimmt auch wieder anstochern. Anstochern? Nein, da ist kein Licht. Ja, das hat's jetzt vollgebracht. Jo. Dann gehen wir hin. Da ist ein Licht, da ist ein Licht. Gehen wir da hin. Größer, viel größer. Okay. Komm mal mit hier zum Portal, bitte. Ja, dann komm ich zum Portal. Versammle die Gefährten. So. Ich bin schon da. Okay, ne, dann gehen wir nach Sandfurt. Drücke C, um deine Verbündeten zu signalisieren, dass dein Ziel anzugreifen. Schön. Angreifen? Ach, ist schon tot. Ah, nee, tot. Riesige Steinstatue. Elrons Söhne und die wandernden Gefährten haben mir von eurem Heldenmut in Fornost erzählt. Euer Können und eure Kühnheit ist sehr lobenswert. Ja, wir könnten ja auch in Gefahr sein. Wir müssen erstmal an uns denken, ja? Ja. Wir sind noch so wenige Waldläufer, dass es gefährlich sein könnte. Oh Gott. Scheiß Egoisten, oder? Die schwarzen Reiter wiederkommen. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Das wäre richtig, wenn ich davon ausgehen würde, dass sie zurückkehren. Aber sie sind sicher nicht so weit gereist, nur um ein paar Dunedain zu töten. Nein, ich bleibe hier bei den wenigen, die noch übrig sind. Wir können den Feind zwar nicht bekämpfen, aber wir haben noch Augen und Ohren, um ihre Bewegungen zu beobachten. Jeder hat recht, aber... Ja, gibt es Nachricht von Aragorn? Ja, erstmal ist wichtig Aragorn, weil er ja unser Hauptauftragsgeber. Hast du etwas von Aragorn gehört? Er suchte verzweifelt einen bestimmten Hobbit, als wir ihn in Bree trafen. Alles, was ich weiß, ist, dass Aragorn Bree in Begleitung von 4 Hobbits aus dem Auenland verlassen haben soll. Ich vermute, dass einer davon der Hobbit ist, den er gesucht hat. Und dass sie jetzt auf dem Weg nach Bruchtal sind. Es gibt allerdings noch schlechtere Nachrichten. In der Nacht, bevor sie aufbrachen, wurde das tänzelnde Pony von den Bekannten angegriffen. Nein! Nicht das tänzelnde Pony! Der Gasthof!
Warum? Hm. Hm. Ich denke mal... Hm. Was sollen wir jetzt tun? Ja, der könnte... Naja. Na, frag halt. Ich bin bereit, jeden Befehl von dir auszuführen. Andriel und Farin haben auch schon Hilfe angeboten. Wie können wir von Nutzen sein? Ehrlich gesagt kann ich ein paar zusätzliche Leute gebrauchen. Aber mir ist klar, dass euch drei ein größeres Schicksal erwartet. Ihr werdet anderswo vielleicht dringender gebraucht. Also was schlägst du zu tun vor? Ich rate euch, nach Bruchtal zu gehen. Aragorn wird begierig darauf sein, alles über Aganda zu erfahren. Und er wird noch mehr Aufgaben für euch haben. Im Moment scheint der Feind kein Interesse am Auenland zu haben. Ja, und der schwarze Reiter? Die schwarzen Reiter. Diese schwarzen sind ja mehrere. Reiter, die Nazgul, sind von Mordor weit entfernt. Es erscheint mir seltsam, dass sie so weit reisen, nur um das Auenland anzugreifen. Hast du eine Ahnung, weshalb sie gekommen sind? Ich weiß, warum sie hier sind. Aber ich kann dieses Wissen nicht weitergeben. Vielleicht verraten euch Aragorn oder Elrond mehr, wenn ihr nach Bruchtal kommt. Wir sind auf dem Weg. Oder? Ich denke mal, wir gehen hin, oder? Wird im Endeffekt ja eh drauf hinauslaufen. Eben. War ja vorhin genau das gleiche, als ich das Unruhe genommen habe, wie wir mit den anderen zwei Dämmen gelabert haben. Vielleicht gibt es etwas, das du unterwegs für mich tun kannst. Ja, du brauchst es nur zu sagen. Ich schickte zwei meiner Waldläufer, Gilleran und Luin, auf Patrouille an den Fluss Brandywine. Sie hätten schon längst zurückkehren sollen und ich beginne mir Sorgen zu machen. Sie sind beide erfahrene Waldläufer, die viele Jahre in dieser Gegend gedient haben. Sie haben sich sicher nicht einfach verlaufen. Aus welcher Richtung würden Sie zurück? Sie sollten dem Brandywine nach Norden folgen bis zur großen Oststraße und von dort über die Hügelgräberhöhen hierher zurückkehren. Die Höhen liegen direkt nördlich von hier. Dann gehen wir nach Norden durch die Hügelgräberhöhen. Vielleicht finden wir unterwegs eine Spur von ihnen. Ich danke dir. Ich weiß von deinem Können als Fährtenleser, Eradan. Wenn Luin und Kilaran es bis in die Höhen geschafft haben, müsstest du ihre Spur finden. Leb wohl und eine sichere Reise euch allen. Okay, da haben wir ja schöne Sidequest-mäßig. Mhm. Hatten wir ja eigentlich vorhin ihn noch, da wollte ich nur mal gucken. Suchte Rat bezüglich des fremden Textes, ja, das hatten wir. Zeigt dem Band einem erfahrenen Gelehrten, findet ein drittes Artefakt. Ich meine, die Nebenaufgaben, da kann man sich ja mal nochmal schlau drüber machen dann auch. Hm. Vielleicht, weil ich weiß jetzt auch nicht, wem wir genau das immer zeigen sollen. So. Na, Gelehrten, vielleicht kommen wir ja zu den Elfen, da können wir denen den Text zeigen, ja. Eben. Wir haben jetzt erstmal die Hügelgräberhöhen. Kenne ich mich auch noch. So. Warte, gab's hier nicht irgendwo sowas? Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal hier entlang. Ah, Start und dann auf Karte, da müssen wir reisen. Nee. Lorien Herausforderungsmission? Regard Herausforderungsmission, okay. Ah, so. Doch, das ist wirklich was, wo wir hinreisen können. Ja, ja, ich sehe es auch gerade. Gehen wir zu den Hügelgräberhöhen. Ja, aber da müssen wir wieder so einen Punkt finden, wo wir überhaupt reisen können. So, wir haben hier zu auch Hügelgräberhöhen können wir gehen. Ja, aber ich kann nicht in dem Menü reisen. Echt nicht? Nein! Das ist scheiße. Aber wir könnten mal hier diese... Es gibt hier diese... Warte mal, da gibt's ja ein Portal. Es gibt diese Herausforderungsmission, wenn du die schon gesehen hast. Die könnten wir ja mal probieren. Okay, machen wir die halt. Also irgendeine von den beiden. Wie gesagt... Für uns ist das Spiel ja blind, falls wir es noch nicht erwähnt haben. Usli, Giat oder... Nee. Egal, ich kenne die nicht. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal das. Also eine Herausforderungsmission, das ist total blind und wenn wir failen, dann... Fällt mal richtig. Dürft ihr ausnahmsweise lachen. Nein, dann dürft ihr auch nicht lachen. Okay, dann müsst ihr es euch verkneifen. Ja.